In die Steiermark. Wer im Murtal ein Taxi bucht, könnte auch mit einer echten Präsidentenlimousine chauffiert werden. Ein Murtaler Taxiunternehmer hat sich jedenfalls den ehemaligen Dienstwagen des Bundespräsidenten für seinen Fuhrpark gesichert. Auto. Brndat, brndat, brndat. Vehikel. Dunkle Farbe und das Chrom blitzt in der Sonne. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Präsidentenlimousine kaum von einem anderen Wagen dieser Klasse. Nur die beiden Fahnenstangen an den Kotflügeln lassen erahnen, dass mit diesem 300 PS starken Wagen einst Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterwegs war. Der Taxiunternehmer Michael Gleisner hat die ausgemusterte Dienstlimousine gekauft, um einen guten Preis, wie er sagt, über den er nicht unbedingt reden will. Wie kommt man dazu? Na, gefunden habe ich sie im Internet über einen bekannten Autohändler, wo sie dann unbedingt haben für Flughafentransporte und Patientenbeförderungen. Das Fahrzeug war 12 Monate alt und hat 12.000 Kilometer drauf gehabt. Also wirklich viel gefahren ist nicht damit worden. Und geraucht ist auch nicht worden drinnen. Also er hat keine Aschenbecher. Der Zeltweger Taxiunternehmer wollte schon immer einen Wagen des Staatsoberhauptes lenken. Und auch die Fahrgäste genießen den Komfort, wenngleich nicht alle schon beim Einsteigen wissen, dass bereits unser Bundespräsident mit diesem Wagen gefahren ist. Die Fahrgäste wissen das nicht, dass das die Präsidentenlimousine war. Aber selbst hat man natürlich schon irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man fährt mit dem Fahrzeug. Weil der Taxiunternehmer schon immer einen Hang zu schönen Autos hatte, nennt er auch einen alten 300er Diesel sein eigen. In klassischer Elfenbeinlackierung und dem Motorsound der 80er Jahre. Und auch die neueste Antriebsentwicklung der Automobilbranche fasziniert den gelernten Kfz-Mechaniker. Und so gibt es im Taxifuhrpark auch ein reines Elektrofahrzeug. Denn emissionsfrei unterwegs zu sein, hat auch seinen Reiz.